Vielen Dank. Hingelegt ist heute das Thema und wir werden gleich in der Predigt mehr davon hören. Begrüßen Sie dazu mit mir den begeisterten Harley-Fahrer und Pastor der Stadtmission Butzbach, Frieder Wiener. Ja, wer aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich kein Motorradfahrer bin und deshalb frage ich einfach ganz dumm nach, ich darf das, was verpasse ich da eigentlich? Was ist so toll am Motorradfahren? Was begeistert dich persönlich am Motorradfahren? Du verpasst sehr viel, du verpasst sehr viel. Wer nur immer so ein Dach über dem Kopf hat, dem bleibt viel verborgen in der Natur. Also ich genieße es, also Motorradfahren ist schön und ich bin auch ein begeisterter Harley-Fahrer. Mir geht es nicht zuerst um Geschwindigkeit, sondern das zu genießen, unterwegs zu sein, die Kurven, die Luft. Und ich leihe mir manchmal den Klapphelm von meiner Frau, mit dem bin ich heute auch hier. Und wenn draußen das Gras gemäht wurde und das Heu gemacht wird, ich klappe den Helm hoch und ich rieche, wie die Luft ist. Es ist einfach was ganz anderes, als im Auto zu sitzen mit Klimaanlage und Pollenfilter und sonstigem, draußen direkt zu sein. Es ist richtig toll auf dem Motorrad. Du verpasst sehr viel. Ich nehme dich gerne mal mit. Super. Das ist ein Versprechen. Ja. Dann ist ja das Thema heute hingelegt und ich habe mich auch schon mal hingelegt. Ich habe mich mal mit dem Fahrrad überschlagen, ich bin mal vom Pferd gefallen. Aber wie das ist, sich mit dem Motorrad hinzulegen, darüber möchte ich eigentlich gar nicht nachdenken, weil das stelle ich mir echt schlimm vor. Du wirst über das Thema heute sprechen. Hast du da eigentlich schon selber mal Erfahrungen gemacht mit diesem Thema hingelegt? Relativ wenig. Ich bin Motorradfahrer in zweiter Generation. Mein Vater hatte schon ein Motorrad. Eine NSU Fox, 4 Takt, 98 Kubik, 6 PS. Oh. Als die Kinder meines Vaters Teenager wurden, da haben sie dieses Motorrad in der Garage entdeckt. Inzwischen ist er lange mit dem Auto gefahren und es war die pure Begeisterung, als es zum ersten Mal wieder lief. Mein Onkel ist Landwirt und er hat eine Scheune draußen auf dem Feld und da haben wir unser Motorrad abgestellt. Und seit dieser Zeit haben wir begeistert Feldarbeit gemacht. Wir sind mit dem Motorrad über den Acker gepflügt und haben das einfach sehr genossen. Ja, so sah es 2010 aus, da hatte ich es wieder restauriert und wieder zugelassen. Und auf dem Acker gab es manche Unfälle. Da hat man sich immer mal hingelegt und was weiß ich, Bein am Auspuff verbrannt und so Kleinigkeiten. Und als ich das erste Mal ohne Aufsicht meines älteren Bruders auf dieses Motorrad stieg, hat das mit dem Gasgeben richtig gut funktioniert. Nur das Gas wegnehmen und bremsen hat nicht so ganz geklappt und statt das Motorrad dann wieder in der Ecke zu parken, habe ich es auf die Ecke gefahren. Das war dann nicht ganz so schön. Ja, das war so eine Erfahrung und meine letzte Erfahrung hingelegt, das war mit der Harley, die ich seit letztem Jahr fahre. Ich habe ein ADAC-Sicherheitstraining gemacht, das Basistraining, also für langsame Geschwindigkeiten und wir üben das Langsamfahren und ich kreiste so ganz langsam um einen Pylon und habe die Kontrolle über meinen Motorrad verloren und bin einfach umgekippt. Es ist nicht viel passiert, außer dass es so peinlich war. Ich habe mein Motorrad nicht alleine hochgekriegt. Und ausgerechnet zwei Frauen haben mir geholfen, das Motorrad wieder hochzustellen. Schön, dass du heute gesund hier stehst und dich trotz dieser Blamage hertraust. Und danke, dass du jetzt über das Thema mit uns sprechen möchtest. Ich möchte kurz noch für dich beten. Danke für die Erfahrungen, die der Frieder mit Motorradfahren und mit dir gemacht hat und dass er da uns heute Anteil dran gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn gebrauchst, um uns zu Herzen zu reden und dass du uns auch bereit machst, jetzt wirklich ganz zuzuhören. Segne du jetzt diese Zeit des Predigens und Zuhörens. Amen. Welche zwei Dinge wollen Biker unbedingt vermeiden? Das erste ist geblitzt werden. Ist mir auch schon passiert, zum Glück nur von vorne, ohne Nummernschild. Ich habe keine Post gekriegt. Das zweite ist hinlegen. Keiner möchte sich freiwillig hinlegen. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese Erfahrung, obwohl wir es vermeiden wollen, wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht haben.
Das, was wir nicht wollen, passiert trotzdem. Schön wär's oder schön ist es, wenn es so ausgeht beim Hinlegen wie bei mir. Nur kleinere Blessuren oder nur eine kleine Peinlichkeit dabei. Wohl dem, der bei einem schweren Unfall bewahrt bleibt. Und obwohl wir es vermeiden wollen, bauen wir alle immer wieder einen kleinen Unfall oder müssen uns dieser Tatsache stellen, dass Unfälle passieren. Wer aufs Motorrad steigt und denkt, es passiert allen anderen, nur mir nicht, der hat ein bisschen unrealistischen Blick. 2010 gab es in Deutschland 298.297 Unfälle mit Personenschäden. Und davon waren etwa 42.700 Unfälle mit Motorrädern, Mopeds und Mofas. Immerhin 42.000. Der ADAC hat im letzten Jahr die Unfälle näher untersucht und er kam zu erstaunlichen Ergebnissen. Auf der Homepage vom ADAC kann man nachlesen. Bei 46,5% der Unfälle trägt der Motorradfahrer die Verantwortung für den Unfall. Erstaunlich hoch, hätte ich nicht gedacht. 2/3 aller Unfälle passieren innerorts. Und bei 30% der Unfälle außerorts ohne Autobahn sind in fast 68% der Fälle Tote zu beklagen. Und was für die Forscher vom ADAC das Überraschendste war, 81,7% aller Motorradunfälle passieren bei Tageslicht und 91% aller getöteten Motorradfahrer verunfallten bei trockener Fahrbahn. Es sind also nicht immer die Autofahrer schuld und es sind auch nicht immer die Umstände schuld an einem Unfall. Aber Schuld hin oder her spielt letztlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Es besteht inzwischen ein 14-mal höheres Risiko, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, als mit dem Auto. Die Autos werden immer sicherer. Da gibt es immer mehr Technik, das eingebaut wird. Und das Einzige, was den Motorradfahrer schützt, ist vielleicht der Airbag um die Hüften. Uns bleibt nicht so viel. Es gibt immer einen Grund, sich hinzulegen. Und manche Ursachen kann man vermeiden, andere, die haben wir einfach nicht in der Hand. Mich würde mal interessieren, ob es hier einen Motorradfahrer gibt, der sich bisher noch nie hingelegt hat. Mal ein Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super, schön. Hat sich jemand von euch schon mal mit Absicht hingelegt? So richtig geplant. Mal ein Handzeichen. Es gibt tatsächlich einen, der hat es gewagt und hat gesagt, Mensch, ich will doch mal wissen, wie das ist, wenn es sonst nicht passiert. Eigentlich vermeiden wir das. Wir wollen uns nicht mit Absicht hinlegen. Wir wissen natürlich gern, wie man sich beim Sturz verhält, aber das einzuüben, das wollen wir nicht. Niemand legt sein Bike mit Absicht auf den Asphalt. Halten wir mal so ganz grob die ersten Gedanken fest. Wir legen uns nicht mit Absicht hin und gleichzeitig ist es so, Unfälle passieren. Ob verschuldet oder unverschuldet, irgendwann kommt es bei fast allen vor. Und weil wir wissen, dass es mal vorkommen kann, deswegen schützen wir uns auch bestmöglich und wir ziehen uns Klamotten an, die uns da einigermaßen helfen können. Die Cruiser, die halten es da ein bisschen lockerer mit der Schutzkleidung. Die Sportfahrer, die nutzen dickes Leder und möglichst jeden Protektor, um dann, wenn es passiert, einigermaßen sicher zu sein. Unfälle passieren. Das ist beim Motorradfahren so, wie im Leben überhaupt auch. Unfälle passieren. Und im Leben passiert es sogar noch viel häufiger, dass wir uns auf die Nase legen. Manchmal sind es nur kleine Fettnäpfchen. Und manchmal sind es diese Unfälle, die in unserem Leben tiefe Spuren hinterlassen und sich fest in unsere Seele einprägen.